Ja, die Typ ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Learned Japanese to Survive Kanji Combat. Und tja, letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Das hat man ja noch im Zuge des Livestreams gemacht. In einem der letzten Livestreams, die ich noch aus der alten Wohnung gemacht habe. Ich bin jetzt in neuer Wohnung hier an neuem Schreibtisch. Allerdings noch mit altem Laptop. Ich warte momentan noch auf eine Überweisung von meinen abgegebenen Übersetzungsaufträgen von einem Verlag. Erst wenn die auf meinem Konto sind, kann ich mir dann den neuen Rechner leisten, bestellen und so weiter. Deswegen, ich habe schon ein bisschen mehr was ausgesucht, weiß wahrscheinlich schon, was ich mir holen werde. Ja, auf jeden Fall muss ich aber noch auf eine Überweisung warten. Deswegen, dahingehend dürfte es dann auch bald Entwicklung geben und dann geht es nicht nur mit Learn Japanese to Survive, sondern hoffentlich auch mit den anderen Sachen, vor allem Danganronpa und so weiter. Und zeitlich ist auch so momentan zum Glück langsam mal wieder eine sich ankündigende Ruhephase. Diese Woche zwei, ja, Übersetzungsarbeiten abgegeben, eine den allerletzten Teil, eine das erste Drittel, von denen, wo ich gesagt hatte, es ist eigentlich noch geheim, dabei ist es eigentlich gar nicht mehr so geheim. Die Lizenz wurde nämlich, wie ich mittlerweile festgestellt habe, doch auch schon längst angekündigt. Aber egal, darum soll es hier ja nicht gehen, sondern hier geht es um, ja, Japanisch, um die Kanji. In der letzten Folge haben wir ja hier die Stadt aufgebaut, haben die Undankbaren mit den undankbaren Bewohnern gesprochen, die uns für einen Butler halten, sich beschweren über dies und jenes und alles. Ja, und uns hier ein bisschen von Mr. Infoman noch was sagen lassen. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Nein, ich wollte raus. So, hier, ich brauche keine Hilfe. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, das nächste, was wir machen müssen sollen, ist dann wieder hier mit, ja, mit Hana-Sensei zu reden und die nächste Kanji-Unterrichtsstunde zu nehmen. Deswegen, das wird es jetzt in dieser Folge geben. Ich werde erstmal nur zwei Folgen machen, dass ihr jetzt das Wochenende versorgt seid und dann Wochenende kommen die Eltern nochmal her. Wir bauen noch ein paar letzte Möbel auf und dann sollte auch, bin ich auch ein paar Wochen in Leipzig, steht nichts großartig mehr an. Dann legt sich auch hoffentlich mal wieder alles ein bisschen das Leben und ich kann euch regelmäßiger versorgen. So, jetzt allerdings erstmal nur eine kleine Aufnahme, diese und vielleicht noch die nächste Folge. Mal gucken, was uns da erwartet. Und jetzt allerdings erstmal mit Hana, die nächste Unterrichtsstunde. Hi Flo, und wie war dein Tag soweit? Ja, ich habe mich nur von den ganzen Bewohnern hier, für die wir extra Häuser gebaut haben, die wir von den Kanji-Monstern beschützt haben, zusammenscheißen lassen. Die erkennen mich nicht mal. Absolute Undankbarkeit. Und ja, dieses und jenes. Und mein kleiner Zeh zwickt auch noch. Aber ansonsten geht's mir gut. Und willst du mit den Unterrichtsstunden fortführen, weitermachen? Oder würdest du gerne eine alte Unterrichtsstunde dir anschauen? Wir können den Schrein upgraden. Wir sollten erst die anderen Strukturen errichten, bevor wir an dem Schrein arbeiten. Wir können diesen Schrein hier später errichten oder erneuern oder upgraden. Schön, dass du das Gespräch damit einfach beendest. Nein, ich will, dann machen wir mal mit dem Unterricht weiter. Nächste Lektion. Und Kapitel Nummer 2. Muss ich was drücken? Nee, geht automatisch. Ohayou gozaimasu. Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern war ja ein ganz schön anstrengender Tag. Ja, das war's. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen dafür, dass du geholfen hast, die Stadt aufzubauen. Ja, auch alles an einem Tag geschafft, die ganzen Gebäude zu errichten. Ach, das war doch gar nichts. Frederick hat das Holzhacken übernommen und Priya hat das schwere Heben von den Sachen übernommen. Und ich habe einfach nur dagestanden und Instruktionen gegeben. So hätte ich das hätte das der echte Flo auch gemacht. Jetzt sei doch nicht so bescheiden. Ich schätze wirklich sehr, dass du einen kühlen Kopf bei dieser ganzen Sache behältst. Achso, du bist vielleicht ein Besucher von außerhalb hier in diesem Land, aber du hast ja auch alles verloren, genau wie ich. Ja, sind wir uns denn so sicher, dass das hier wirklich noch dasselbe Japan ist? Na gut, es ist von Kanji-Monstern überlaufen, aber wer weiß. Deswegen, ich würde das jetzt momentan nicht als dieses Land hier bezeichnen, in dem Sinne, dass wir ausgehen, dass es vielleicht Japan ist, sondern könnte ja sonst wo sein hier, wo wir uns gerade befinden, in irgendwelchen Zwischendimensionen oder so. Ich schätze schon. Wir haben gute Leute hier. Eine Gruppe wahrer Freunde, die ja bereit sind, sich zusammenzuraufen und auszuhelfen. Ja, wir haben gute Begleitung, das steht fest. Ja, das haben wir. Schön, wie ihr euch gegenseitig auf die Schultern klopft, obwohl noch gar nichts geschafft ist. Und da wir zusammen in dieser ganzen Sache drinstecken, sollten wir das Beste daraus machen und uns noch besser kennenlernen. Je mehr wir oder je besser wir uns verstehen, desto glücklicher werden wir sein. Und wer weiß, vielleicht lade ich dich dann auch mal in meinen Raum ein und du weißt schon.
Klingt gut. Also wenn du Zeit hast, dann bitte, geh doch rum und rede mit den Leuten. Ich bin mir sicher, dass es von Vorteil sein wird, wenn wir die Beziehungen untereinander stärken und so. Aber zunächst einmal, wollen wir eine Lernrunde einlegen? Huh, ist das ein anderer Soundtrack? In dieser Unterrichtsstunde oder in dieser besonderen, in diesem Sonderunterricht werden wir die Aussprachen, also ich schätze mal, dass hier mit Aussprachen, Pronunciation, also wieder die Lesungen in jetzt unserem Sinne, wie wir es immer nennen, der Kanji gemeint sind. Wie du soweit schon gelernt hast, hat jedes Kanji-Zeichen mehrere Lesungen. Und wenn wir die Kanji schreiben, indem wir... Warum immer englische Buchstaben? Müssen es nicht eigentlich lateinische Buchstaben, denn schon trotzdem heißen? Zumal es ja auch Roma-Ji heißt, wegen Roma und so. Naja, gut. Also, wenn wir die Kanji schreiben, indem wir Buchstaben benutzen, dann kann es schwierig sein, festzustellen, wie bestimmte Lesungen vonstatten gehen oder wie bestimmte Lesungen lauten. Zum Beispiel ist dir vielleicht aufgefallen, dass du sowohl die Buchstaben O und O mit so einem Makron oben drüber gesehen hast. Wenn du so einen Buchstaben mit dem Makron, mit diesem Strich über dem O da zum Beispiel siehst, dann repräsentiert das einen gelenkten Vokal. Mit Vokallängen und so weiter, das hatten wir ja aber auch in besprochen schon in Hiragana Battle und Katakana War, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber na gut, vielleicht trotzdem ganz wichtig, das nochmal zu wiederholen bei Kanji-Lesungen. Zumal es oftmals Kanji gibt, die eine bestimmte Lesung mit einem Vokal haben und dann noch eine zweite Lesung, die gleich ist, von Konsonanten her, wenn man so will, also Ko und Ko oder Jo und Jo. Also einmal kurz, einmal lang. Und das muss man sich dann auch manchmal merken. Ja, also du ziehst ein bisschen die Länge des Zeichens oder des Buchstabens auseinander, wenn du diesen langen Vokal aussprichst. Dieser lange Vokal, das OO, kann auch repräsentiert werden, indem man es mit OU oder OO schreibt, abhängig von der Transkription oder Transliteration in dem Fall. Ja, es gibt einige Wörter, wie zum Beispiel Fern, Toi, wo es mit To, also dem O und dann wirklich auch noch einem Hiragana O geschrieben wird. Während es im Gegensatz dazu zum Beispiel bei... fällt mir irgendwas ein. Ronin. Wenn man das ausschreiben würde, wäre es O und dann ein U für das gelenkte O bei Ronin. Aber na gut, da werden wir bestimmt nach und nach noch zu kommen. Ich nehme hier wahrscheinlich schon wieder viel zu viele Sachen vorweg. Wenn ein langer Vokal für I benutzt wird, dann könnte es entweder als I mit dem Makron drüber oder als Doppel-I geschrieben werden, je nach Transkription. Die üblichere Variante ist das Doppel-I, da es einfacher zu lesen ist oder da man es einfacher erkennen kann als diesen Strich über dem I, den man auch mit für einen normalen I-Punkt halten könnte. Aber beide Formen sind natürlich korrekt. Vielleicht muss ich hier, was das angeht, ich hoffe, ich denke dran, ansonsten erinnert mich gerne in Kommentaren dran, eventuell mal meinen Transkriptions, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich werfe die beiden Begriffe auch immer wieder durcheinander, ist auch schon einige Jahre her und eigentlich müsste ich es aber immer noch können und unterscheiden können, gerne mal das Video, was ich dazu auf dem Hauptchannel habe, unten in die Videobeschreibung, wo es auch so ein bisschen genau hier um solche Sachen jetzt geht. Behalte diese Informationen im Kopf, wenn es um die Lesungen und Aussprache der Kanji geht und dann wirst du 0, nichts ein Pro sein. Ja, 0, nix würde ich nicht sagen, aber na gut. Kanji ist eine der Sachen, die nie aufhört, das Lernen. Selbst für Japaner selbst nicht. Die stoßen immer mal wieder auf Kanji, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben oder die sie so selten sehen, dass sie immer noch mal überlegen müssen, wie denn da die Aussprache oder die Lesung oder gar die Bedeutung ist. Deswegen, Kanji ist etwas, das hört nie auf. Also Pro ist da niemand. Also vielleicht schon die Japaner, die aufwachsen und eine bestimmte Anzahl können, aber... auch für uns andere braucht es Jahre. Immerhin, die Japaner lernen in 9 Schuljahren ungefähr 2000 Zeichen. In der Grundschule in 6 Jahren die ersten gut 1000. Und dann so die gesamten Jojo-Kanji haben sie meistens so zum Ende der Mittelschule, also nach 9 Schuljahren im Prinzip durch. Nur so als kleine Nebeninfo auch mal. Deswegen, man kann sich also durchaus so, ja,
einige Jahre Zeit nehmen. Immerhin, die Japaner nehmen sich ja auch in der Schule die Zeit, die Kanji nach und nach eben über 9 Jahre so weit zu kommen, dass sie eben möglichst alles alltägliche, normale und so zeitungstechnische lesen können. So, nun aber willkommen zu Lektion Nummer 3. Ja, okay, das wird eine einfache Lektion. In dieser Lektion werden wir 5 Kanji-Zeichen lernen, die hier oben abgebildet sind. Wir werden uns ein Zeichen nach dem anderen anschauen. Hier ist unser erstes Kanji für den Tag. Hito. Oder das Hito ist die Kunyomi, also es ist das Kanji für 1, die Zahl 1, was aber auch Ichi oder Itsu gelesen werden kann. Ja, in der Onyomi entsprechend. Und das Ganze wird mit einem Strich geschrieben. Ja, dieser eine Strich ist halt wie eine Linie. Das kann man sich merken. So, da haben wir uns mal die Lesungen angehört. Die Kun-Lesung und die On-Lesungen. Ja, also, eigentlich könnte ich das lassen. Also, das war dieser komische Nuppel da am Ende, der dann entsteht. Also so ein bisschen diese kalligrafieartige Sache, wenn man den Strich ansetzt und zieht und den Pinsel dann hochnimmt am Ende, dadurch entsteht dieser Nuppel am Ende. Aber wenn man sich so normale mit einem Bleistift Kugelschreiber handgeschriebene Kanji anschaut, dann ist dieser Nuppel da im Regelfall nicht da. Und das ist wirklich ein durchgehender Strich und nichts weiter. Deswegen, dass da dieser komische Nuppel drin ist, muss man sich vorstellen, dass das eben aus dieser Pinselschreibart kommt und beim Hochheben des Pinsels, dass dann eben dieser kleine Klecks da am Ende hinkommt. Soweit ich das gesehen habe, wird das auch bei den folgenden 2 Kanji immer jeweils der Fall sein, am Ende von diesen Strichen. Hier kommt das nächste Kanji. Hier haben wir jetzt 2 Striche. Fta, wenn der eine Strich 1 bedeutet, dann bedeuten die 2 Striche, dass das wohl das Kanji für 2 ist. Fta in der Kunyomi oder Ni in der Onyomi. Geschrieben mit 2 Strichen entsprechend. Ja, und wie schon gesagt, 2 Linien bedeutet 2. Fta. Fta. Ni. Ni. Fta. Fta. Ni. Ni. Tja, 2 Striche. Wie gesagt, nicht zu viel hineininterpretieren in diesen komischen, ja, dicken Klecks da am rechten Ende jeweils von den Strichen. Und dann machen wir mal weiter. Hier kommt das nächste Kanji. Mi. Das hier wird in der Kunyomi Mi gelesen und in der Onyomi San. Tja, und dieses, 3 Striche sehen aus wie eben 3 übereinander geschichtete Linien, bedeuten 3. Also es ist Kanji für 3. Mi. Mi. San. San. Das ist eine ganz schöne Überbetonung von dem N, von dem, also dem zweiten Silbe, dem, nach dem Sa, den N. San. Das klingt eher wie Sam, also als würde sie es ein bisschen wie ein M aussprechen statt einem N. Mi. Will ich mir nochmal anhören. Sam. Sam. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sam. Sam. Ich meine, ich habe schlechte Ohren, aber das klingt für mich fast eher wie ein M. Also nicht unbedingt das beste Soundsample hier, finde ich, für die Onyomi. San. San. Oder Sa-N. Sa-N. Aber dann deutlich mehr genäselt als beim M, wo es mehr so vorne mit dem Vibrieren der Lippen oder so. Nee, das klingt eher nach einem M. Aber egal, darum soll es uns ja jetzt nicht gehen. Auch hier einfach 3 Striche. Man sieht, der mittlere ist meistens so ein bisschen kürzer gezeichnet als die anderen beiden. So wie als wenn er eingeklemmt ist, wie ein Sandwich. Was ja auch 3 Schichten hat oder so. Oben das Brot, unten das Brot und in der Mitte 5 Lagen Beefsteak. Aber eben so als die Mittelinhaltsschicht, als eine Einheit gedacht. Hier kommt das nächste Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, beziehungsweise Yon. Oder wiederum in der Onyomi, also der On-Lesung, Shi. Geschrieben mit 5 Strichen.
Ich bin mal gespannt, was sie hier für dieses Zeichen, was eben dann 4 bedeutet. Also man sollte mittlerweile, denke ich, gemerkt haben, dass die 5 Zeichen hier die Zeichen für die Zahlen 1, 2, 3, 4 und das nächste wird dann noch die 5 sein werden. Bin mal gespannt, was sie... Ich weiß gar nicht, wie ich mir dieses Zeichen hier als 4 gemerkt hatte damals. Ich glaube, ich habe mir da irgendwie versucht, eine 4 rein zu projizieren in diesem... habe ich die Maus in nee, ich habe die Maus nicht an, in OBS. Na, auf jeden Fall in diese zwei mittleren Striche, die da runtergehen, dass ich mir dann gedacht habe, dass da irgendwie so eine 4 reinpasst. Ich kann es jetzt nicht erklären. Mal sehen, was hier Learn Japanese to Survive Kanji Combat anbietet. Okay. Ja, die Gestalt von diesen Zeichen sieht aus wie ein Quadrat oder eben ein Rechteck, welches, und das hat 4 Linien. Was nicht sehr hilfreich ist, meines Erachtens nach, weil es gibt viele, viele Kanji, die ja in so einem Kasten, so ein Viereck oder ein Rechteck, ein Quadrat eingepfercht sind. Einige davon durchaus sehr übliche Kanji, deswegen bin ich kein allzu großer Fan von diesem hier, aber jetzt für den Anfang wird es wahrscheinlich erstmal dienen. Yo und Yon. Shi. Viele von euch werden bestimmt schon mal gehört haben oder dass dieses Gerücht, die Sache kennen, keine Ahnung was, dass Shi, also das, beziehungsweise das Yon, die 4, in Japan eine Unglückszahl ist, dass man zum Beispiel nicht irgendwie Sachen schenkt, in denen dann insgesamt 4 Stück von irgendwas drin sind, wie zum Beispiel ein Tischset oder Tischbesteckset mit entweder 2 Paar Gabeln und Messern oder 4 Paar Gabeln und Messern. Also plus, dass dann nicht insgesamt so 4 Besteckteile rauskommen oder 4 Besteckset-Teile, weil Shi, die Onyomi von dem hier, eben ja, klingt oder die Lesung gleich ist zu dem Kanji Tod. Deswegen besonders Abergläubige, ja, besonders abergläubige Vermieter oder Hausbesitzer auch in Japan vergeben zum Beispiel keine 4. Etage, also es gibt kein 4F oder so. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich im Krankenhaus in mir auch mit eigenen Augen gesehen gehabt, dass da in dem Krankenhaus in dem Aufzug es auch keine 4. Etage in dem Krankenhaus gab. Da kann ich es noch am ehesten verstehen, dass man sozusagen nichts mit dem Tod in Verbindung im Krankenhaus haben will, was ja ein Ort der Wiedergenesung im Regelfall sein soll, außer natürlich palliativ. Aber nun gut, deswegen... Ja, wird das 4 oftmals statt dem Shi mit Yo oder Yon auch gezählt, wenn man zum Beispiel aufzählt Ich, Ni, San, Shi, Go. Statt Shi sagen dann viele manchmal Yon oder so beim Aufzählen. Aber nun gut, schauen wir uns nochmal die Schreibanimation an. Links der Strich, dann ja sozusagen die obere rechte Ecke, die Beine in der Mitte und unten. Gut, weiter geht's. Hier kommt das nächste Zeichen. 1, 2, 3, 4. Itz, beziehungsweise in der Onyomi Go, wie es dann auch meistens so beim Durchgehen gezählt wird, wie ich gerade schon gemacht habe, wird mit 4 Strichen geschrieben. Hier habe ich mir das irgendwie gemerkt, dass ja so die 5 im Prinzip drinne steckt im Prinzip auch eine 6 drinne, aber ich habe mir irgendwie einfach da eine 5 auch rein projiziert auf die rechte Seite von dem Zeichen, dass da ja, so eine 5 mit drinne steckt, die eigentlich eine 6 ist. Egal. Mal sehen, was sie gleich mit für ein Bild hier kommen. Tja, obwohl es eigentlich nur mit 4 Strichen geschrieben wird, kann man sich das Kanji vorstellen, als würde es aus 5 Linien bestehen. Halte ich für gefährlich, weil das dann im Kopf die Strichreihenfolge durcheinander bringt. Aber na gut, ich habe es mir auch in eine 5 rein projiziert, obwohl dann der Strich, der dazwischen noch ist, es eigentlich zu einer 6 macht. Insofern... Ja, am besten sind immer sowieso die Eselsbrücken, die man selber findet. Ja, das Zeichen für 5. Itsu. Oder Itz. Und hier dann Go. Geschrieben mit 4 Strichen. Die schauen wir uns auch nochmal an. 1, 2, 3, 4. Und dann geht's weiter. Glückwunsch, du hast diese Unterrichtsstunde damit beendet. Jetzt kennst du 5 weitere Zeichen zusammen mit ihren Bedeutungen und ihren Lesungen. Gut gemacht.
Jetzt, wo die Unterrichtsstunde vorbei ist, werde ich euch wieder abfragen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Los geht's. Was ist die Bedeutung von diesen Zeichen hier? Ist es 5? Ist es 2? Oder ist es 4? Wer etwas länger Überlegungszeit braucht, gilt hier wie immer, Video gerne anhalten, überlegen und dann schauen, was hier die richtige Antwort ist. Es ist in dem Fall die 4. Richtig, gut gemacht. Was sind die Onyomi-Lesungen von diesen Zeichen hier? Von einem einen Strich, das heißt, wir wissen, was ist die 1? War die 1 jetzt Hito, Ichi, Itsu oder Yo, Yon? Hier haben wir tatsächlich einmal die On- und einmal die Kun-Lesung von dem Zeichen. Hito ist die Kun-Lesung und On ist Ichi, Itsu. Richtig, gut gemacht. Was ist die Kun-Lesung für, ja, dieses Zeichen hier? Ist es Mi, San oder Ni? Auch in dem Fall haben wir hier wieder von dem Zeichen beide Varianten. Sowohl die Kun-Lesung als auch die On-Lesung ist hier in den Auswahlmöglichkeiten mit drin. San wäre in dem Fall hier die On-Lesung, das heißt Mi ist die Kun-Lesung. Richtig, gut gemacht. Was ist die englische Bedeutung von, oder also die generelle Bedeutung von diesen Zeichen hier? 2, 3 oder 5? Ja, ich schätze mal, das hier dürfte nun wirklich nicht schwer sein. Das ist natürlich die 2. Richtig, gut gemacht. Was ist das richtige Zeichen für die Bedeutung 5 oder für das Wort 5? Ist es das hier oben, das in der Mitte oder das hier unten? Tja, unten ist 3, oben ist 4, Mitte ist 5. Richtig, gut gemacht. Was sind die Kunyomi-Lesungen von diesen Zeichen hier? Tja, diesmal haben wir tatsächlich von dem Zeichen nur die Kun-Lesung hier stehen. Die anderen beiden sind von anderen Zeichen. Hier oben haben wir 1, hier haben wir, warte mal, Ni und Mi. Ni und Mi? Habe ich da irgendwo nicht aufgepasst? Mal. Ne, doch, Jo, Jon ist es. Ich war jetzt gerade kurzzeitig irritiert. Herzlichen Glückwunsch, dass du das Quiz beendet hast. Du bist schon dabei, die Kanji zu meistern.